Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. So, wir sind jetzt hier in der Schwellensee in den Dämonenruinen. Haben jetzt vorher hier gerade den Ritter gelegt und haben den sein Schwert und seine Ausrüstung bekommen. Jetzt schauen wir mal, wo es hier weitergeht. So, da vorne, ich glaube, wir sind jetzt im unteren Bereich, wo die ganzen komischen Idioten da sind. Schauen, dass wir die auf jeden Fall irgendwie. Hier müssen wir auf jeden Fall irgendwie frei machen. Oh, das sind aber viele. Okay, da kommt schon. Kann man vielleicht hier reinpullen? Schauen wir mal. Dann hätte ich hier mehr Platz zum Kämpfen. Jetzt komm her. Komm. Put, 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 put. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Schauen wir mal. Nehmen wir mal das andere Schwert jetzt. Schauen wir mal, wie das ist. Oh, der ist aggressiv. Aber dann können wir Abhilfe schaffen. Okay. Dann kann man natürlich schneller kämpfen, gell, mit dem Schwert. Ich werde jetzt alle probieren, hier reinzuziehen. Wenn es mehrere auf einmal sind, ist es ein bisschen schlecht. Wir sind jetzt da noch einer. Einer auf jeden Fall noch. Also zwei so Kugeln. Zwei so Kugeln heißt eigentlich, es müssten zwei sein. Und gegen zwei gleichzeitig kämpfen, glaube ich, ist ein bisschen hart. Ich werde jetzt mal. Ich werde mal probieren, dass ich die Dinger da wegsnipern kann. Na, war wieder klar, dass sie mich sehen. Weg. Kann ich den nicht backsteppen, das ist doch schon wieder scheiße. So, jetzt müsste ich eigentlich hier oben sein bei dem Anfangsidioten da. Genau. Den lassen wir jetzt aber mal. Der stört mich ja eigentlich nicht. So, da hinten sind wir gekommen. Da ging's hoch und hier geht's auch noch hoch. Ah, das ist die zweite Treppe, verstehe. Dann gehen wir mal hier unten weiter. Okay, Schleimbatzen sehe ich jetzt keine. Was ist denn das? Eine Ratte. Eine Ratte. Komm her, Ratte. Klar. Hier rein. Wo die mit hier? Tod und Verderben. Ja, also gut. Hier gibt es wahrscheinlich gleich eine Riesenratte irgendwo. So. Hier weiter. Ah, hahaha. Hier gibt es aber ganz schön viel versteckte Wände, du. Leck mich. Das ist ja Wahnsinn.
Oh, bitte lass das Vieh nicht aufstehen, oder was es sein soll hinten. Lass es nicht aufstehen. Lass es nicht aufstehen. Foliant von Quellena. Mal anschauen, was das ist. Foliant von Quellena. Foliant von Quellena. Dores Qual. Foliant von Quellena. Quellener Pyramantin erlernen. Ach so. Ein Pyromantie-Foliant von Quellena gefüllt mit ihren einzigartigen Zaubern. Diese Pyromantien können nur von einer weiblichen Meisterin gelehrt werden. Gib ihnen einen weiblichen Meister-Pyromanten, um Quellenas Pyromantien zu erlernen. Quellena, die einzige überlebende Hexe von Izalith, nahm einst einen menschlichen Schüler an. Doch als er weiterzog, akzeptierte sie nie wieder jemanden als Schüler. Okay. So, dann gehen wir mal hier weiter. Okay, das war die Wand. Okay, hier geht's runter. Hier gehen wir jetzt noch nicht runter. Hier sind wir in Riesenrodde. Und drei kleine, die könnte ich aber wegsnipern, oder? Kann ich die wegsnipern? Jetzt haben die natürlich ab. Schauen wir mal nicht, dass sie auf einmal hinter mir hochkommen irgendwo. Okay, hier ist schon mal. Hä? What the hell? Wie soll ich denn da reinkommen? Okay, das ist jetzt auch nichts für uns. Sterbe ich ja gleich. Ich muss wahrscheinlich hier runter. Ich habe da gar keinen Bock runterzuspringen. Schieß sie einfach alle mal an. Scheiße, warte, deine Babys sterben alle. Elendiges, fettes Vieh. Na, komm her, du kriegst auch noch einen saftigen Schuss. Was haben wir denn die Pfeile? Genau für sowas. Genau für sowas haben wir die Pfeile. Okay, ich würde sagen, wir springen jetzt einfach runter, weil die meisten sind eh schon tot. Ich würde die aber gerne irgendwie auf die drauf springen. Weil da kommen wir ja jetzt nicht drüber. Scheißegal. Alles klar. Die ist schon mal sehr gut, war. 8 Estos noch. Ich würde sagen, wir nehmen mal eine. Ich weiß ja nie, was uns hier einfach überfällt. So, da geht's wieder hoch. Ich will bloß schnell den Weg anschauen, wo es da lang geht. Schon wieder so eine blöde Ratte. Hier kann man gleich ins Feuer springen, also gleich in den Tod. Und
Muss ich mal nachher schauen, was ich für Resistenzen habe gegen Feuer. Vielleicht kann man da ein bisschen drin überleben. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Vielleicht kann man da ein bisschen drin überleben, wenn man Feuerresistenzen so weit erhöht, wie es geht. Ich glaube, das. Oh, was ist denn das? Das sind die toten Ratten. Okay. Dann gehen wir hier weiter. So, schauen. Überall an die Decken. Okay, das ist ein großer Raum. Höre jetzt aber nichts. Okay, ich höre was. Oh, wieder diese ekligen Frösche. Die hasse die. Hasst die Frösche. Gucken hier bestimmt irgendwo in Ecken Sprühmängel an. Oh, wie ich das Geräusch schon höre. Die sind eigentlich nicht so schlimm, bloß wenn die dich treffen mit ihrem Scheißgift. Wir dürfen gar nicht dazu kommen lassen. Genau, mit dem Gift. Da ist gleich vorbei. Ah, weg. Geht schon los, die Scheiße. Schnauze, Vieh. Was ist denn das verflucht? Ich habe da auch, aber glaube ich, auch kein Gegenmittel da drin. Halt Vergiftungen. Der Erfrierung. Der Toxine. Ich weiß nicht, was ich da hernehmen muss. Hab keinen Plan. Dass es aufgehoben wird. Das sind echt ekelhafte Dinger, wenn die sich zweimal treffen, den Nebel bis sofort tot. Moosfrucht, vielleicht ist ja das. Moosfrucht. Erhöht vorübergehend sämtliche Resistenzen. Ja, er nimmt es aber nicht von mir runter, oder? Egal, einfach mal mitnehmen. Tun wir jetzt aber mal wieder ein bisschen was entfernen. Entfernen. So, wir haben jetzt noch 7 Estus. So, schauen wir mal. Hier war jetzt nichts mehr. Ach, da oben. Alles klar, wie soll ich denn da hinkommen? Hä? Hier oben drüber. Muss man vielleicht drüber springen. Okay, merken. Merken, Andi. Bin ich hier runtergekommen? Bin ich im Kreis gegangen oder was? Nee, bin ich nicht. Okay. Okay, da ist auf jeden Fall Loot. Das. Oh Gott. Wir werden gleich mal schön anschießen, anhitten. Mach ich die nicht im Target?
Nein, backsteppen. Komm, komm, Baby. Okay, hier geht's auch die Lava runter. Zur Lava runter. Das, ist es der Weg? Na. Das könnte jetzt. Da könnte es zu dem anderen Loot hingehen. Okay, auf jeden Fall mal merken. So, hier gibt's Loot. Seele. Seelen, Seelen. Hier ist eine Leiter. Okay. Wo geht's denn? Wo sind wir denn jetzt hier? Ach du. Okay. Glaube ich weiß schon wo. Okay. Ja, Mann, 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 hoffentlich kommt er bei den Leuchtfeuer. Ich habe bloß noch fünf Estos bloß noch. Oh mein Gott. Ah, wo sind wir denn jetzt? Okay. Das Ding kann ich schon mal nicht treffen hier hinter. Aber wir müssen. Oh mein Gott. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir schnell das Ding da oben irgendwie ausschalten. Oh, wo geht's hier weiter? Gehen wir hier runter. Oh Mann. Trifft uns auch nicht. Warum schießt sich auf die blöden Knochen, Idioten da? Ja genau, fall doch mal runter. Oh, Ruhe im Puff. Thank you.
kriegen Vogel. Jetzt schalten wir mal das Ding hier ab, würde ich sagen. So, dann können wir uns aber immer ein bisschen umgucken. Ich will jetzt nämlich nochmal runterschauen. Zurück, ob wir da nicht irgendwo was übersehen haben. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wie es dann weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, schaltet da einfach wieder ein. Bis dann. Ciao. Euer Andi.